Kommen wir nun zum Einbau des Motors. Ja, ich verwende hier auch nicht das Originalteil vom TT02R. Ne, nicht diesen Alu-Motorträger, auch wenn er sehr schön ist. Ich verwende hier, weil ich halt meine 64 dp fahre. Oh, ich muss es auch in die Kamera, nicht depp. Meine 64 dp fahre. Ein Year Racing Motorträger. Hau ich euch auch in die Videobeschreibung rein. Das Teil. Dann könnt ihr das auch so nachbauen, wie ihr möchtet. So, hier ist das Ganze ein bisschen tricky. Weil ihr könnt nicht einfach wie bei dem Originalhalter euren Motor an die passende Stellung reinschrauben, was die Ritzelvorgabe angeht. Reingeschraubt und es passt. Nee, ist hier leider nicht so der Fall. Weil wir hier halt unser Ritzelspiel frei justieren können. Ich mache so. Untere Schraube so weit festziehen, dass ihr den Motor noch bewegen könnt. Die obere Schraube nur ans Anliegen machen. Ritzel drauf. Den ganzen Kram hier rein. Na, wieder 50 rein. Den ganzen Krempel hier rein. Dann ranschieben den Motor, bis wir unser Ritzelspiel haben. Ritzelspiel kontrollieren. Alles klar. Motor oben festziehen. Dann nochmal wieder raus. Unten nachziehen. Fertig. Reinbauen das Ganze. Deckel drauf. Und gut ist. So einfach habt ihr den Motorträger eingebaut. Wenn ihr mit dem Ritzelspiel ein paar Probleme habt, das einzustellen, gibt es einen guten alten Trick. Steht dann eigentlich in jeder Anleitung drin. Nehmt euch hier irgendwie so ein, wo hab ich denn hier so ein bisschen was und Folie. Hier sowas hier zum Beispiel, eine etwas dickere Folie. Einen Folienrest von der Tüte. Und der muss hier smooth zwischen Motorritzel und Hauptsache noch durchlaufen können. So wie jetzt hier bei mir. Wie man sehr schön sehen kann. Kriegst du auch wieder raus, ja, ich krieg's wohl wieder raus, andersrum gedreht. So, ne, wenn es dann so da rauskommt, so leicht mit so einer leichten Perforation, dann wisst ihr, euer Ritzelspiel passt. Ja, das war's auch schon. Gleich geht's weiter. Nächster Bauabschnitt, der Motor ist drin. Jetzt kommen die unteren Aufhängungsteile dran, die unteren Querlenker. Genau dasselbe wie bei den oberen. Die Spritzgussnasen abziehen. Damit nichts klemmt. Ja, kein Hexenwerk. Ihr wisst, was geht. Auch wieder die Low-Friction-Kugeln rein in die Aufhängung. Wie gesagt, eben die Nasen ab. Fertig. Ich würde sagen, überspringen wir das ganze Thema hier. Ich kann es euch nochmal schön zeigen mit dem Lagerdorn. Klack, komm. Klack drin, fertig, ohne großartig Aufwand. Fertig ist die Laube. Na, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, nächster Bauabschnitt hier. Ihr könnt sehen, hinten das Auto ist soweit zusammen. Hier kein Hexenwerk bei der Kiste. Ne, Radträger hinten, Oberquerlenker, Unterquerlenker. Kardans sind drin. Natürlich schön mit AW-Grease. Kann man in der Kamera hoffentlich schön sehen. Diese silberne Plörre da drauf. Ne, schön ordentlich was rein, damit die Kardans nicht auswaschen, beziehungsweise die Diff-Ausgänge nicht auswaschen. Ja, kommen wir zur vorderen Aufhängung. Habt ihr gesehen, vorne habe ich auch schon drin, die Kugeln habe ich euch ja gezeigt gehabt. Oberer Unterquerlenker, jetzt würden wir die Lenkhebel einbauen. So, kleiner Tipp von mir, was ich bevorzuge oder mache, einfach um mir ein bisschen mehr Lenkausschlag zu generieren, ohne dass ich jetzt direkt eine andere Aufhängung einbauen muss. Ihr könnt es hier sehen. Am Radträger oder beziehungsweise am Lenkhebel, ist ja so eine Kombination aus beidem an der Vorderachse, haben wir hier so Kunststoffanschläge, sag ich mal. Und man kann sagen, hier kann man es schön sehen in der Kamera. Die schneide ich einfach oder schleife ich einfach ein bisschen runter. Ne, ungefähr hier ist so eine diagonale Linie dran. Ja, da kann man sehen, die Spiegelung. Einfach bis an die diagonale Linie wegschleifen und schon haben wir ein paar Grad mehr Lenkeinschlag. Kann uns auf engen Strecken helfen, dass wir besser rumkommen im Auto, weil mehr Lenkung ist meiner Meinung nach immer gut, wenn ich das zur Verfügung habe. Wir müssen dann nur aufpassen nachher, wenn wir unser Lenkgestänge einstellen und unsere Servowege, dass wir da nicht zu viel Druck auf dem Servo haben, dass wir uns irgendwie was krumm ziehen oder so. Ja, das machen wir jetzt mal eben schnell und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tipp wieder. Bis später.
Ja, das Auto ist nun mittlerweile fast fertig. Wie ihr sehen könnt hier, ich habe die Kiste jetzt soweit zusammen. Die Lenkung ist drin, Vorderachse ist drin, Hinterachse ist drin. Oh, ein bisschen tiefer, dann könnt ihr es auch sehen. Ja, vorne habe ich richtige Kardans reingemacht. Ne, die hatte ich noch, kann man das sehen in der Kamera? Da, genau. Die hatte ich noch rumfliegen, irgendwo vor dem Tourenwagen. So bis zu 40 mm ist da bei der Original TT-Aufhängung ohne weiteres möglich. Solltet ihr eine S-Aufhängung fahren, müsst ihr selber mal gucken, welche Länge an Kardans ihr da verbauen könnt. Also wie gesagt, so bis zu 40 mm ist bei einer normalen TT-Geschichte gar kein Problem. Wie gesagt, die hatte ich nur irgendwo rumfliegen, irgendwo von Top oder weiß der Geier, wo das war. Rein ins Auto, fertig. In dem vorigen Video wurde schon kommentiert fleißig, dass wenn man da keine Original-Kardans verbaut, sollte man auf jeden Fall nicht zu den Yair Racing Kardans greifen, aufgrund der Qualität etc. Wie gesagt, müsst ihr für euch selber wissen, was ihr da im Auto investieren wollt und was nicht. Wie gesagt, ich habe da einfach alte Klamotten, die ich halt wo noch hatte, aus Ersatzteilbeständen, wie auch immer, reingeschmissen und passt ganz gut. Was will ich mehr? Ja, wie gesagt, Hinterachse sind die Originalkardan-Knochen geblieben. Oh, hier ist ein bisschen AW-Grease am Radträger. Da habe ich die Originalknochen gelassen, einfach weil, ja, entweder funzt oder es funzt nicht. Fertig. Und ich gehe davon aus, das soll wohl funktionieren hinten. Haben ja andere Autos, haben ja auch nur Knochen. Dann soll das hier auch wohl klappen. So, Diff läuft ganz gut. Ja, kommen wir zum nächsten Tipp. Im vorherigen Tipp habe ich gesagt, die Lenkhebel vorne ein bisschen einkatten, dass man mehr Lenkung hat. Ich hoffe, man kann es hier sehen, dass ich ihn hier angeschliffen habe. Ah, schwer zu sehen. Alles dunkel hier. Aber da habe ich die jetzt, wie gesagt, angeschliffen und dadurch haben wir mehr Lenkwinkel oder ist mehr Lenkwinkel möglich beim Auto. Ja, der nächste Tipp und der letzte, den ich euch hier beim Zusammenbau noch mit auf den Weg geben möchte. Das Weitere, was jetzt noch folgt, sind halt Stoßdämpfer und die Elektronik. Für die Stoßdämpfer machen wir ein separates Video. Und sonst so vom Bauen, meine Kniffe her, sind wir soweit durch. Was ich euch jetzt euch noch auf den Weg geben möchte, geht um den Rammer vorne. Ich verwende den Tuning-Rammer, kostet irgendwie 5 oder was. Das ist auch ein Tuning-Teil, was Sinn macht, weil wenn die Karosse weit überhängt, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn die Karo bündig vorne am Rammer hängt. Und da meine Karo ein bisschen weiter übersteht, ist das ganz gut, habe ich mir das gedacht. So, wo wir beim Thema Karosse sind, kommen wir auch zum Thema Karosseriehalter. Original sieht Tamiya vor, hier vorne Karosseriehalter anzubringen. Könnt ihr sehen, da so, ne? Und finde ich privat ist eine schöne Lösung, aber hat einen Nachteil. Ihr baut die Karosseriehalter auf, habt ihr hier den Fixpunkt auf eurer Karo und dann habt ihr vorne, ja, was zwischen 7 und 10 cm Überhang, wo die Karosse wabbeln kann. Nehmt euch einfach zwei lange Schrauben. Ich habe hier 3x12 genommen und ich hatte noch Automatics Karosseriehalter herumfliegen, die man plan aufschrauben kann. Ihr könnt sehen, da das Loch. Einfach von unten durch. Hier sind auch zwei Löcher drin. Ne? Hier aufgesetzt, hier festschrauben. Fertig. Gibt dem Rammerhalter nochmal zusätzliche Stabilität und gleichzeitig wandert euer Karohalter gute 3 bis 4 cm, fast sogar 5 bis 4, weiter nach vorne. Man kann es hier sehen. Ne? Hier befestigt oder hier. Das ist schon, macht schon eine Menge aus. Dadurch wabbelt die Karo vorne nicht so. Und macht auf jeden Fall Sinn. Ist eine schönere Befestigungsposition. Schönere Möglichkeit, die Karo halt festzumachen. Finde ich ganz cool. Würde ich euch so weiterempfehlen. Ja, wie gesagt, ansonsten sind wir fast durch. Das nächste, was jetzt noch kommt, ist halt Elektronik rein, Dämpfer. Irgendwelche Rappen aus Alu, die ich irgendwo noch überhaupt kommen da drauf. Nicht die Bremsscheiben-Imitationskunststoff-Dinger oder die anderen Kunststoff-Dinger, die dabei liegen. Nee, da kommen schon irgendwelche Alu-Dinger drauf. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, diese kleine Tipps und Tricks-Reihe für den TT hat euch gefallen. Der Teil 4, der dann kommt, geht halt um die Dämpfer. Und ja, gucken, was ich da euch noch an Kniffen mit auf den Weg geben kann. Der Schuhmaker ist raus für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.